Hallo, mein Name ist Samira. Vielleicht kennt ihr euch mich noch, vielleicht auch nicht. Ich war die letzten 2 Jahre lang sehr beschäftigt mit meinem Haus, mit meinem Projekt. Und deswegen habt ihr mich auch nicht mehr so oft gesehen. Ja, ohne viel zu reden, jetzt fangen wir einfach mal mit der Roomtour an. Also, hier haben wir einmal die Außenanlage. Hier habe ich zum Beispiel Marien. Dann habe ich hier eine Sonnenblume. Ich habe Erdbeeren, ich habe Erbsen. Und hier zum Beispiel ist auch ein Feuchtkäfer. Und hier habe ich dann auch noch ganz viele Blumen für die Bienen und kleine Insekte. Und hier habe ich auch nochmal Portulak und es wächst hier gerade auch noch Wassermelone an. Ja, dann haben wir hier einmal mein wunderschönes Haus. Das ist ein Satteldach. Das habe ich eben alles aus Holz gebaut, also aus nachhaltigem Holz. Habe ich eben vom Müll gerettet. Und ja, jetzt gehen wir einfach schon mal rein. Hier einmal habe ich die Wand zusammen mit Lehm und ein bisschen Streu verputzt. Und ich kann euch auch einmal zeigen, wie einfach das ist. Also ich habe mir hier so Lehm genommen, habe es in so Muffinförmchen reingetan. Und dann kann man das einfach so nass machen und dann eben so drauf schmieren mit ein bisschen Wasser und das dann eben so verputzen. So, dann habe ich hier auch noch eine kleine Fensterbank, die ist auch sehr praktisch. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel hier Kräuter trocknen will, habe ich hier auch so einen Haken. Kann man einfach so dranhängen mit der Schüssel zusammen. Und ja, dann habe ich hier zum Beispiel auch noch, das sind getrocknete Erbsensträuche, sage ich mal. Und die kann man einfach auf die Pflanzen, jetzt zum Beispiel auf die Erdbeeren drauf tun, damit das jetzt zum Beispiel nicht von zum Beispiel jetzt Vögeln angeknabbert wird. Und zum Beispiel auch die Sonnenblumen. Ja, und hier nebendran haben wir auch noch sehr tolle Nachbarn. Das ist die Ella, da wohnt sie. Über die Sommermonate, genau wie ich, die Wintermonate, deswegen sieht es ja auch gerade so schlimm aus. Weil ab jetzt fange ich wieder an, hier zu wohnen. Weil über die Wintermonate war ich eben nicht hier, das wird zu kalt. Dann bin ich wieder zu meinen Leiheltern gegangen. Und ja. Tschüss!